Herr Jox, Sie profitieren seit vielen Jahren von dem ganzheitlichen Saluto-Konzept. In regelmäßigen Abständen kommen Sie zur Analyse. Wie wichtig ist für Sie Energie auf Rezept? Ja, es ist elementar für mich. Ich bin seit mehr als 30 Jahren permanent mit allen 10 Fingern in der Steckdose, um das mal so übertragen zu sagen, bei sehr, sehr hoher Belastung, mit sehr hohem Anspruch an die Konzentration und an die Belastbarkeit. Und deswegen ist es schon wichtig, dass kein Raubbau mit dem Körper betrieben wird, dass eine Konzentrationsfähigkeit da ist und dass vor allen Dingen immer auch das Belastbarkeitsprofil hochgehalten werden kann. Sie kommen mehrmals im Jahr zu Saluto. Wie setzen Sie das um? Ja, das ist für mich wie bei einem Hochleistungssportler, der tagtäglich sein Programm leben muss. Das beginnt früh morgens und endet spät abends und zwar immer mit der entsprechenden Konsequenz und auch mit der Disziplin. Das heißt, neben einer ausgewogenen Ernährung, neben einem ordentlichen Bewegungsprogramm, aber auch der hohen beruflichen Anforderungen mit ständig wechselnden Einsatzorten, ist schon wichtig, dass Kontinuität drin ist. Und deswegen ist gerade das Konzept von Professor Wieneck von Saluto für mich schon elementar, gesund zu bleiben, belastbar zu bleiben und das bei ständig hoher Konzentration. Ja. Die positivsten Auswirkungen, die Sie spüren? Naja, dass ich fit bin im übertragenen Sinne. Ich habe seit über 25 Jahren keine Erkältung mehr in dem Sinne gehabt, dass ich einen Ausfall gehabt hätte und das natürlich auch mit ständig wechselnden Klimazonen. Das ist für mich schon ein Beweis dafür, dass neben ausgewogener Ernährung, neben einem ordentlichen Sportprogramm, gerade dieses Thema Energie auf Rezept bei mir wohl angeschlagen hat.